Eins, zwei, drei, vier. Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann's Schöneres geben, als auf dem Land zu leben. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! Servus, hier ist Julia von Wiesengaudi TV und heute bei mir sind die Dorfrocker. Hi! Jetzt stellt euch doch mal vor, wer seid ihr denn jetzt genau? Du hast es ja gerade schon gesagt. Aber dein Name. Meinen Namen sagen. Ja. Ich bin der Philipp und gleichzeitig auch der Bestaussehendste von uns drei, wie ihr gerade sehen könnt. Absolut. Ja, ich bin der Markus, ich bin der Loser von uns und ja, einer hat das Bummel. Und ich bin der Tobias, ich bin der einfühlsame Frauenversteher bei uns hier. Ja. Okay, das klingt ja interessant. Wie schaut es denn bei euch aus mit den Mädels, wenn ihr schon sagt, ihr seid hier so die hübschen Hasen? Ja, bist du noch zu haben oder wie das? Kennt ihr das Prinzip mit der Schleife auf der Wiesn? So weit habe ich jetzt noch mal runtergeschaut. Also ich bin jetzt bisher nur zu den Augen gekommen. Ja. Zu den zweiten Augen noch nicht. Welchen Augen? Zu welchen Augen meinst du? Zu den ersten Augen, zu den zweiten Augen noch nicht. Aber die Frage hätte ich dir vielleicht so in 5 Minuten nochmal gestellt. Okay, alles klar. Wenn ihr hier auf der Wiesn seid, dann schaut ihr euch wahrscheinlich schon die Frauen so ein bisschen genauer an, oder? Ja, auch durchaus, logisch. Ich meine, es gibt ja auch viele hier, die hier rumlaufen. Ne? Wir sind auch schon hier rumgelaufen. Und logisch sieht man die zwangsläufig dann auch, ja. Aber ihr seid ja nicht nur zum Flirten hier, sondern ihr habt ein neues Album am Start. Ihr habt ein neues Album am Start, was total durch die Decke gegangen ist. Ich habe gehört, Platz 4 der Albumcharts. Glückwunsch dazu. Was hat das Album denn so besonders gemacht? Was erwartet mich da, wenn ich da reinhöre? Alles Mögliche. Also du hast eine riesengroße Vielfalt. Du hast einmal Party-Songs, du hast Balladen, alles Mögliche. Von A bis Z. Und das ist eben das auch, was die Fans so gut dran finden und generell jeder, der das Album gekauft hat. Und es freut uns natürlich, dass da der Zuspruch dermaßen enorm ist. Und es, ja, wie gesagt, das macht einen auch dann stolz hinterher. Ja, das glaube ich. Wenn ihr eure Musik so in einem Satz beschreiben solltet, was würdet ihr dann sagen? Stimmung. Geil. Ein Wort, geil. Party. Ja. Was sind denn die beliebtesten Songs auf eurem Album aktuell? Ja, da gibt es ganz viele beliebte Songs. Es sind 15 Songs, die sehr beliebt sind. Keiner unbeliebt, also es sind eigentlich nur beliebte Songs. Nur beliebte Songs. Und der erste beliebte Song ist zum Beispiel Blasmusik. Dann gibt es noch einen Hosenträger Horst, dann gibt es die Glöcknerin von Dingolfing, dann gibt es Aber das Bier schmeckt gut, dann gibt es Holz, dann gibt es Istanbul, dann gibt es ganz, ganz viele noch hier auf dem Album. Hast du gleich 16 aufgesagt von 15. Ja, 15. 16. Ich habe gehört, ihr fliegt demnächst nach Amerika. Vielleicht erzählt ihr mal kurz, was euch da erwartet. Da erwarten uns verrückte Amis, die auch feierfreudig sind, ähnlich wie hier in München. Vielleicht nicht ganz so groß, aber auch sehr groß in St. Louis und in Las Vegas, wo wir auch die letzten Jahre schon waren. Das ist eine der größten Oktoberfeste außerhalb von München, die es überhaupt gibt. Und da sind wir auch zugange. Und genau, da werden wir dann unsere Songs zum Besten geben. Und genau, und die Leute werden hier enthusiastisch, fulminant mitmachen, werden auf die Bänke springen, werden tanzen, werden die Mädels unseren Philipp umarmen und umringen und werden ihn hier antanzen, so wie du das nachher auch gleich machen wirst, ja, so, als die Kamera noch aus war und wenn sie gleich wieder aus sein wird. Da haben wir wild geknutscht, aber. Ein ganz anderes Bild gezeigt und so wirst du das auch eigentlich nochmal zeigen. Wenn die Kamera drauf ist, antanzen, wenn sie aus ist. Was? Austanzen? Vielleicht. Vielleicht. Wir schauen mal. Wie heißt denn eure aktuelle Single überhaupt? Du, das Album heißt Holz und da sind verschiedene Lieder drauf und das Single kann sich jeder selber raussuchen. Jetzt seid ihr ja heute noch ein bisschen auf dem Oktoberfest. Was wollt ihr denn heute unbedingt noch erleben? Gibt es irgendwas ganz Besonderes, was ihr hier noch machen wollt? Auf jeden Fall Bier trinken, logisch, das haben wir auch schon, das werden wir auch noch machen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für das Interview und wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß auf der Wiesn. Danke. Ciao.